Das hier soll die Einkommensverteilung darstellen, die funktionale Einkommensverteilung, die wir in Deutschland haben. Ein bisschen verzerrt. Sie sehen das Grüne hier, das ist der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen. Wenn Sie ein bisschen drin in der Materie sind, dann wissen Sie, eigentlich knappe 70%, hier sind 80%. Warum das? Weil auch noch die rechnerischen Unternehmerlöhne da sozusagen mit einbezogen sind. Also das ist sozusagen rausgerechnet worden. Was sehen wir? Wir sehen, dass von 2000 bis 2015 hier der Anteil dieser Arbeitseinkommen am Volkseinkommen relativ konstant ist. Da hat sich nicht viel getan. Was hat sich verschoben? Im Zuge der Niedrigzinsphase sehen Sie, dass dieses Blaue hier, das sind die Kapitaleinkommen, wobei ich muss dazu sagen, ist ein Riesenproblem, das zu unterscheiden, weil wir haben in den offiziellen Statistiken nur die Kategorie Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Mit anderen Worten, was jetzt genau Kapitaleinkommen sind und was auf dem Boden entfällt, da gibt es keine offiziellen Statistiken darüber, da kann man selber rechnen, was ich auch getan habe. Ich kann nur sagen, andere kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Das ist aber mit Sicherheit nicht ganz genau, aber die Richtung dürfte stimmen. Also die Kapitaleinkommen sind tendenziell hier gesunken im Zuge der Niedrigzinsphase. Also prozentual aber, ne? Bitte? Nicht absolut, sondern prozentual. Prozentual sind sie gesunken, aber man kann auch sagen, wahrscheinlich sind sie auch absolut gesunken. Also im Zuge der Niedrigzinsphase. Die Banker, die können ein Lied davon singen. Ne? Was ist aber gestiegen in der Zwischenzeit? Wir haben drei Produktionsfaktoren, Arbeit, Boden, Kapital. Gestiegen muss das dritte hier dann sein. Ne? Und das ist letztlich die Erträge, die auf den Boden fallen, nämlich die Bodenrenten. Mit anderen Worten, wer hat profitiert von der Niedrigzinsphase? Es hat nicht das Kapital profitiert, es hat auch nicht die Arbeit profitiert, es hat letztlich der Boden profitiert. Also die Bodenerträge sind gestiegen. Woran merkt man es? Man merkt es daran, dass eben die Boden, also die Mieten sehr stark in die Höhe gegangen sind. Das liegt nicht daran, dass die Bausubstanz auf einmal so teuer geworden ist. Klar, wir haben Energieauflagen und so weiter bekommen, aber was eigentlich gestiegen ist, das ist letztlich die Erträge für den Boden. Und was auch letztlich das Wohnen so teuer macht oder den Kauf einer Immobilie so teuer gemacht, das ist das, was hier so schön dargestellt wird, dass nämlich der Wert einer Immobilie diese Bodenrente ist, die immer weiter gestiegen ist. Und dann zinst man sie ab, wie man so schön sagt, mit einem Zinssatz, der immer weiter sinkt. Das heißt, die Preise sind hier vor allen Dingen in Ballungsräumen in der letzten Zeit sehr stark nach oben gegangen. Also Berlin ist da noch viel extremer als Frankfurt. Da hat es richtige Sprünge gegeben. Und die Mieten sind natürlich auch gestiegen. Also in den meisten Städten hält sich das doch einigermaßen die Waage, aber es gibt in bestimmten Städten auch schon Anzeichen einer Blase. Davon würde man reden, wenn zum Beispiel die Preise oder die Werte der Immobilien viel stärker steigen, als die Mieten steigen. Aber trotzdem, das ist eigentlich die bedenkliche Situation. Das hier entsteht aufgrund der steigenden Bodenrenten und aufgrund der sinkenden Zinsen. Das führt dann eben dazu, dass dieser Hauspreis, wie hier so schön steht, laufend gestiegen ist. Wie gesagt, nicht der Hauspreis, also es gibt da Untersuchungen, unter anderem vom IFO-Institut aus München, die wirklich nicht des Bolschewismus verdächtigt sind. Die sagen, 80% aller Unterschiede, Preisunterschiede in Zeit und Raum, kommt zustande durch die Bodenkomponente und nicht durch die bauliche Komponente. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie gesagt, es ist hier hochgegangen, die Bodenrenten, aber eben nur sehr unterschiedlich. In bestimmten Regionen, in der Peripherie, da hat sich fast überhaupt nichts getan. Hier in den Zentren ist es raketenmäßig hochgestiegen. Das hat auch verschiedene Ursachen, kann man auch lange darüber diskutieren. Also hier in Frankfurt spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir hier die Banken haben, wo da sehr gut Verdienende drin sind. Da könnte man sich auch mal die Geschäftsmodelle der Banken angucken, womit die ihr Geld verdienen, wäre auch sehr interessant, kann ich aber jetzt nicht ausführen. Interessanter ist vielmehr, wer macht denn eigentlich den Bodenrent? Wer macht das Kapital? Das Kapital macht derjenige, zum Beispiel ein Haus, wenn das irgendwo gebaut wird oder eine Maschine, die gebaut wird, macht derjenige, der diese Maschine baut oder den Bau veranlasst, das Kapital. Aber wer macht eigentlich den Bodenwert? Den Bodenwert macht niemals der Bodeneigentümer. Niemals. Den Bodenwert macht immer die Gemeinschaft.
durch Infrastruktur, durch Verzichtsleistungen, durch Planungsleistungen und so weiter und so fort. Mit öffentlichen Mitteln. Ja, in der Landwirtschaft spielt der Bodenwert natürlich noch eine Qualitätsmessung. Solche Verbesserungen, die kann man machen, aber die würde man ökonomisch gesehen dann dem Kapital zuschlagen. Mhm. Da würde man sagen, das ist jetzt nicht Boden, sondern das ist Kapital. Und das ist auch gerecht. Es gibt diese Richtlinie, dass im Wörterland der Boden nicht Faktor 1 ist und alles danach gemessen wird. Also es gibt diese Ackerzahlen und so weiter. Ja. Wie gesagt, also wer macht es eigentlich? Es ist die Gemeinschaft, es ist die Agglomeration von Fachkräften, es ist die Infrastruktur, es ist letztlich öffentliche Leistungen wie Sicherheit, wie Hospitäler, wie Universitäten und so weiter und so fort, Theater, all dieses macht so eine Agglomeration attraktiv. Auch die Unternehmen, die schon da sind, die Agglomeration, die schon da ist an Fachkräften, also das macht eine Region attraktiv. Das sind gemeinschaftliche Leistungen. Wer bekommt das Geld daraus, die Erträge, das sind Standortvorteile, wenn ich da mitten sozusagen im Nest sitzen darf. Wer bekommt das? Es bekommt letztlich der private Bodeneigentümer. Wer zahlt es? Es zahlt die Gemeinschaft über Steuern, Abgaben und so weiter. Und eigentlich noch viel schlimmer, also wenn ich jetzt mal anschaue, das hier soll bedeuten, das ist eine Menschenmasse, das soll bedeuten, da ist der Steuerzahler, der Verbraucher und der Mieter. Man kann sagen, diese Gruppen sind eigentlich im Wesentlichen deckungsgleich. Also nicht komplett, aber im Wesentlichen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier irgendwo einen Job habe, in irgendeiner Gesellschaft, dann zahle ich erstmal Steuern. Ich zahle Lohnsteuer, ich zahle Umsatzsteuer in verschiedenen Preisen, ich zahle auch noch diverse andere Steuern, Energie und so weiter. Ich zahle Sozialabgaben, die überhaupt nicht so sozial sind im Übrigen, weil die letztlich Leute mit geringen Einkommen überproportional belasten, verglichen mit solchen, die ein höheres Einkommen haben. Das geht in die Hände des Staates. Der Staat nutzt es, um Sicherheit zu schaffen, um Frieden zu schaffen, um Infrastruktur zu schaffen und so weiter. Alles, was hier die Bodenrente erhöht. Wenn ich hier ein Haus gemietet habe, zahle ich zudem auch noch Bodenrente in der Miete. Und wie gesagt, der Unterschied 13 Euro pro Quadratmeter und 4,50 Euro pro Quadratmeter, das ist letztlich der Standortfaktor. Es ist nicht das Gebäude, das ausmacht. Wer profitiert davon? Letztlich hier der Bodeneigentümer. Das sind Dinge, die letztlich eine riesen Umverteilung kreieren. Und es ist ja erstaunlich, dass gerade hier in der Niedrigzinsphase die Umverteilung noch stärker gewachsen ist. In der letzten Zeit haben wir noch eine wesentlich stärkere Umverteilung. Und es ist auch erstaunlich, dass bestimmte politische Parteien dann in einer weiteren Erhöhung von Steuern, die eben, wie gesagt, vor allen Dingen die Arbeitnehmer und da vor allen Dingen den unteren Mittelstand belasten, der obere Mittelstand oder die höheren Einkommen, ich bin selber Steuerberater, die wissen, wie man da rauskommt. Der untere Mittelstand, der weiß es nicht und der kann es auch nicht. Die werden geschröpft. Und dann laufen sie zur AfD und so weiter, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Einkommen auskommen sollen. Also hier existieren ganz enorme, hier existiert ein enormer Umverteilungsmechanismus, der auch noch aus ganz anderen Gründen schädlich ist. Also was wir hier zum Beispiel sehen in solchen Großstädten, Frankfurt und so weiter, diese Phänomene, die mit Gentrifizierung und so weiter bezeichnet werden, die haben alle hier ihre Gründe in diesen Phänomenen. Und von dem her ist es sehr erstaunlich, dass eigentlich dieser Faktor Boden so gut wie überhaupt nicht thematisiert wird in Deutschland. Es hängt auch damit zusammen, also diese Steuern und die Bodenrenten, die hängen miteinander zusammen. Die Bodenrente ist letztlich ein Residuum. Das heißt, ist das, was übrig bleibt, wenn Sie vom Volkseinkommen die Kosten für Arbeit und die Kosten fürs Kapital abziehen. Was da noch übrig bleibt, der soziale Überschuss, gehört dem Boden. Wenn Sie ein Land haben mit relativ blödsinnigen und hohen Abgaben, wie zum Beispiel Deutschland, dann haben Sie eine hohe Belastung, zum Beispiel der Arbeit, und das reduziert die Bodenrente. Wenn Sie ein Land haben mit geringen Steuern, wie zum Beispiel Luxemburg oder die Schweiz, dann haben Sie bei vergleichbarer Wirtschaftsleistung geringere Steuern und damit höhere Bodenrenten. Deswegen wohnt man eben in
Trier und arbeitet in Luxemburg und zahlt auch seine Steuern dann, oder bei der Schweiz die ähnlichen. Also was ist die Idee, was kann man hier ändern? Man muss an diese Bodenerträge ran, das ist ein A und O der Ökonomie, dass es zum Marktversagen immer dann kommt, wenn Kosten und Nutzen auseinanderklaffen. Wenn der eine den Nutzen hat, aber die Kosten für die Wertsetzung haben die anderen, dann können die Märkte nicht funktionieren. Ökonomen nennen das externe Effekte. Und erstaunlicherweise finden sie auf dem Bodenmarkt systematisch statt. Und keiner denkt sich was dabei. Jeder denkt sich, das muss so sein. Ne? Aber wir haben hier ein ganz eklatantes Marktversagen. Und marktwirtschaftlich wäre es eigentlich, wenn man denjenigen, der die Nutzen hat, auch dafür bezahlen lassen. Dafür kann man andere Sachen zurückdrehen, die wir heute haben, zum Beispiel die Belastung der Arbeitnehmer. Das waren übrigens auch steuerpolitische Programme, die zum Beispiel die amerikanischen Progressiven vor dem Zweiten Weltkrieg mal hatten und womit sie sehr gut gefahren sind. Also damit möchte ich es erstmal belassen. Die Erkenntnis, dass Boden, Renten entstehen als eine besondere Art des Einkommens, geht letzten Endes auf David Ricardo zurück, der seinerzeit in Auseinandersetzung mit Adam Smith gesagt hat, die Bodenrente ist nicht zu sehen wie ein Adding Up der Kosten für Kapital, Lohn und Boden, sondern die Bodenrente ist ein Residuum, was bezahlt wird, je nach Qualität des Bodens. Das heißt, die Bodenrente spiegelt in erster Linie wieder die Differenz zwischen ertragreichen und weniger ertragreichen Boden. David Ricardo bezog dies auf die Landwirtschaft. Es ist aber genauso gültig für die industrielle Produktion und für halbstandardisierte Massenmärkte wie den Wohnungsmarkt. Das, was David Ricardo jetzt in seinem berühmten Buch Principles of Political Economics and Taxation zur Bodenrente geschrieben hat, ist hochinteressant und aus meiner Sicht sollte dies ein Grundbestandteil sein, in der Schule bis hin zu jedem Politiker. Was sagt David Ricardo? Er sagt, eine Besteuerung des Bodens, er schreibt dann proportional, man kann das auch ein bisschen verallgemeinern, zur Bodenrente, Land tax, levied in proportion to the rent of the land, is in effect a tax on rent. And as such a tax, it will not in any way affect the price of raw produce, but will fall wholly on the landlords. Eine solche Steuer belastet in keinster Weise den Preis des Produkts, sprich die Mieten oder das, was produziert wird, sondern muss vollständig vom Bodenbesitzer getragen werden. Und dann führt er weiter unten fort, eine anders erhobene Bodensteuer, er bezieht sich hier im Prinzip auf das Prinzip der Flächensteuer, so niedrig sie auch sein mag, wird sich auf den Produktpreis niederschlagen und kann vollständig als eine Verbrauchsteuer umgelegt werden. Das heißt, was sagt David Ricardo, die Struktur der Bodensteuer ist fundamental dafür, um zu verstehen, wer sie zu tragen hat. Und diesen Satz von David Ricardo, den hat auch kein Ökonom jemals inhaltlich kritisiert. Leon Walras wollte noch, der Vordenker der Neoklassik, wollte noch die Verstaatlichung sämtlichen Bodens. Piero Sraffa 1960 macht diesen Ricardo-Satz, führt ihn nochmal kurz aus in seinem mathematischen Sraffa-Modell, wo er teilweise auch Kritik hat an Ricardos Ergebnissen in anderen Bereichen, zeigt, dass dieser Bodensatz fundamental stimmt. Das Nutzen dieser Erkenntnis, dass es auf die Struktur der Bodenrente erstmal ankommt und dann aber natürlich, dass ich damit die Möglichkeit habe, ohne eine Belastung für die Wirtschaft, die Einnahmen für den Staat zu erzielen, ist aus meiner Sicht fundamental und das ist eigentlich einer der essentiellsten Punkte und gleichzeitig Schwachpunkte unserer Gesellschaft. Also man kann jetzt noch sagen, es gibt ja hier die Grundsteuer, die der Vermieter in der Regel qua Gesetz an den Mieter weiterreicht. Erstmal ist es eine juristische Konstruktion, die aus meiner Sicht hochfragwürdig ist.
Und zweitens, kann dieses de facto weiterreichen, findet nur in dem Maße statt, langfristig, kurzfristig kann jemand ja nicht ausziehen, nur in dem Maße statt, wie diese heutige Grundsteuer eben sachfremd aufgesetzt ist, durch diesen verbundenen Ansatz von Gebäude und Grundstück. Mit einer reinen Flächenwertsteuer wäre das langfristig nicht möglich. Und die juristische Umstellung dieses Prinzips wäre eigentlich politisch aus meiner Sicht angemessen.